Jetzt gleich live nach Berlin in die Bundespressekonferenz. Dort füllt man das Hausaufgabenheft für die nächste Regierung, für die nächste Bundesregierung zum Thema Klimaschutz und Digitalisierung. Das ist eine einzigartige Situation. Ich glaube, es braucht aber auch diese Kombination, um praktisch das, was ansteht, bewältigen zu können. Nehmen wir Beispiel Stahlindustrie. Jeder weiß, energieintensiv, trägt je nach Zahlen zu 6% von unserem CO2-Footprint in Deutschland bei. Ist auch technologisch klar, das wird wahrscheinlich gehen in, das nennt sich Carbon Direct Avoidance, also mit Wasserstoff erzeugten Stahl, den man produziert. Aber praktisch aus Unternehmenssicht heißt, wenn ich jetzt eine Investition tätige, die 25, 30 Jahre Investitionsdauer hat, wie kriege ich das hin, dass man hier eine klimafreundliche Technologie vielleicht als Innovation macht, ohne auf der einen Seite dauerhaft in Subventionen reinzuverfallen, weil keiner will, um den technischen Fortschritt zu befördern. Und auf der anderen Seite aber auch den Anreiz zu geben, dass man nicht woanders hingeht und da ein weniger umweltfreundliches Stahlwerk baut. Da redet man über Dinge wie Contracts for Difference oder sowas. Aber wie sowas ausgestaltet sein soll, und das ist nur ein Beispiel, braucht es diese Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Wenn man die Energiewende nimmt, wo wir im Moment einen sehr hohen Anteil an Renewables in Deutschland schon haben, aber wo der Strombedarf sich verdoppeln oder verdreifachen wird in den nächsten Jahrzehnten, wo massiv nachgebaut werden muss, ist das nochmal eine viel dramatischere Dimension. Die Leute, die hier auf dem Podium und auch in dem Buch Deutschlands neue Agenda sich zusammengetan haben, arbeiten täglich in der Praxis an den Klimafragen, sind auch welche, die eher eine Vorreiterrolle haben. Und deshalb ist das Ganze von uns ja auch kein Appell an die Politik, sondern ein Angebot an die Politik von Praktikern, stellvertretend für viele mehr, die man dafür braucht, gemeinsam zu handeln und die nächsten Jahre zu nutzen, nach dem Motto, Deutschland braucht radikale Veränderungen, nach Jahren, wo wir vielleicht auch ein bisschen gemütlich waren in Teilen, was Modernisierung angeht. Die Botschaft ist insgesamt eine positive. Die Klimaherausforderung bietet enorme Wachstumschancen, um Wohlstand und Beschäftigung in Deutschland zu sichern, wenn wir das richtig machen. Das ist eine positive Option und keine negative. Es handelt sich, und ich glaube, das haben wir auch in dem Prozess der Erarbeitung gemeinsam gespürt, um den spannendsten Innovationsprozess in dem Jahrhundert, vielleicht sogar in der Geschichte der Menschheit, der ansteht. Und wie wir teilweise digital, man konnte sich nicht treffen, uns die Bälle zugespielt haben und Beiträge, die Einzelautoren gemacht haben, dann toll zueinander passen, ohne dass man die abgestimmt hätte, hat so ein bisschen was von, ich habe mal Teamsport gemacht, als ich irgendwas so No-Look-Pass, dass man weiß, wo die anderen steht. Und es gibt viel mehr Leute, die mitspielen wollen, und wir brauchen auch so ein Klima in Deutschland, um das hinzukriegen. Und das Dritte, um das von der nationalen Ebene wegzunehmen, das kann keine deutsche Veranstaltung sein, sondern das muss eine europäische und eine internationale Veranstaltung sein. Und ich wünsche mir sehr, dass Deutschland auch in diesem Ideenwettbewerb auf europäischer und globaler Ebene eine aktive Rolle übernimmt. Soweit von meiner Seite zum Einstieg. Danke. Und Herr Messner. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, in Deutschland entsteht etwas Neues, und dieses Buch verleiht diesem Neuen einen Ausdruck. Wir stehen hier zusammen und wir kommen hier zusammen, um Klimaneutralität 2045 zu streiten, und dafür sind weitgehende Veränderungen notwendig, und dieses Ziel führt uns alle hier zusammen, alle Autorinnen und Autoren, die Herausgeberinnen und Herausgeber, und wir wissen, dass das ohne Digitalisierung nicht gehen wird. Dafür stehen wir hier. Und ich bin an diesem Thema, wie ja manche von Ihnen wissen, ziemlich lange dran. Klimaneutralität, Umweltfragen. Ich habe 10 Jahre den Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen geleitet. Wir haben sehr lange darüber gestritten, wie wichtig das Thema des Klimaschutzes ist. Wir haben sehr lange darüber gestritten, ob es sich um ein Randthema handelt oder um ein zentrales Thema handelt. Was wir heute hier zum Ausdruck bringen, das hat der Scheible aus der Perspektive auch der Wirtschaft gesagt, das ist eines der zentralen Themen der zukünftigen Dekaden, das jetzt angegangen werden muss, damit wir noch Lösungen finden müssen. Und dass wir zu dieser Einsicht kommen, aus so unterschiedlichen Perspektiven der Wissenschaft, der Wirtschaft, staatlicher Institutionen, der Wirtschaftswissenschaften, der Nachhaltigkeitswissenschaften, das ist gleich die wesentliche Message dieses heutigen Tages. Und wenn ich ganz persönlich nach links gerade schaue, zu Frau Grimm, Sachverständigenrat zur Beratung der Bundesregierung in wirtschaftspolitischen Fragen. Ich habe lange den Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen geleitet. Wir haben lange nicht zusammengefunden zwischen diesen Beiräten. Wir haben versucht, 2009 in Kopenhagen und 2015 in Paris gemeinsam an diesen Fragen zu arbeiten, aber haben uns dann entschieden, das nicht zu tun, weil wir noch ziemlich weit auseinander lagen. Ich bin froh, dass wir jetzt ziemlich eng zusammen sind. Das ist ja eine sehr gute Nachricht, die hier rübergebracht werden soll.
Meine Kernmessage ist im Grunde genommen Klimaneutralität und nachhaltiges Wirtschaften. Das wird zu so etwas, und so habe ich Ihre Einlassung eben, Herr Scheible, auch interpretiert, zu so etwas wie einer neuen Staatsraison, könnte man sagen. Ein nicht hintergehbares Zielsystem, auf das wir uns konzentrieren müssen. Wir können um die Lösung im Detail streiten, aber wir können jetzt nicht mehr über die Ziele, die Richtung und die Geschwindigkeit des Wandels streiten. Und dieser Konsens, der ist sehr wichtig. Das Buch leistet aus meiner Sicht zwei zentrale Beiträge. Das erste sind, wir liefern eine Roadmap ab. Und Frau Grimm wird gleich eine Reihe der Elemente nochmal skizzieren, die uns da besonders wichtig sind. Ich will nur zwei, drei benennen und dann noch einen anderen Aspekt hinzufügen. Die Geschwindigkeit beim Ausbau der Erneuerbaren ist absolute Priorität natürlich. Ohne diese Fortschritte können alle anderen Fragen nicht gelöst werden. Wir brauchen eine Wasserstoffinfrastruktur sehr schnell. Wir werden den CO2-Preis als Leitinstrument brauchen und ihn verbinden müssen mit sozialer Dimension. Das heißt, wir werden von Anfang an argumentieren müssen, jedenfalls plädieren wir dafür, dass ein beachtlicher Teil dessen, was da an Einnahmen generiert wird, auch wieder an die Bürgerinnen und Bürger ausgeschüttet wird. Weil ohne soziale Ausgewogenheit bekommen wir die Legitimation für diesen fundamentalen Wandel, den wir brauchen, nicht. Wir haben eine ganze Reihe weiterer Elemente. Frau Grimm wird sicher gleich einiges ansprechen. Der Punkt, den ich noch gerne machen möchte, ist, wir sind zuversichtlich. Wir glauben, all das ist verbunden mit einem Investitionsschub, einem Modernisierungsschub, mit Mut, Zuversicht, Aufbruch, gesellschaftlichem Zusammenhalt. Es ist aber auch kein Spaziergang. Und das zu sagen, ist auch sehr wichtig. Und aus meiner Perspektive kommt in dem Buch raus, dass wir vier Gelingensbedingungen haben, damit dieser Prozess angegangen werden kann, indem wir keine Zeit mehr für Selektivität haben. Selektivität hieße, wir fangen mal irgendwo an und schauen, wie wir uns dann weiterhangeln. Das geht nicht mehr. Wir müssen an allen Fronten, in allen Sektoren jetzt sehr schnell vorankommen. Was brauchen wir dafür, damit das gelingt? Vier Punkte und dann bin ich fertig mit meinen Ausführungen. Der erste Punkt ist, wir dürfen nicht mehr im Klein-Klein-Gestrüpp uns verheddern. Das ist ja die Vorgehensweise, wenn man keinen Konsens hat, wenn man keinen neuen gemeinsamen Kompass hat. Dann muss man sich von Feld zu Feld arbeiten und sehen, was geht. Wir müssen diese Phase überwinden, weil dieses Klein-Klein führt, wenn wir jetzt upscalen und wirklich die Transformation einleiten, zu hohen Transaktionskosten und Verzettelungen. Dafür haben wir keine Zeit mehr. Der zweite Punkt ist, das muss ein Projekt sein der Bundesregierung insgesamt. Klima- und Umweltpolitik kann nicht mehr nur aus dem Umweltministerium heraus vorangebracht werden. Deswegen muss natürlich der Klimaschutz in Verbindung mit der digitalen Transformation Chefsache werden. Das muss vom Kanzleramt vorangebracht werden. Alle Ressorts müssen in diese Richtung arbeiten, sonst haben wir keine Chance, diese anspruchsvolle Agenda umzusetzen. Dritter Punkt, der Staat selber muss modernisiert werden. Digitalisierung kommt hier ins Ziel. Ohne dass der Staat modernisiert wird, Planungszeiten, Abläufe, können wir diese Geschwindigkeit, die wir brauchen, nicht umsetzen und realisieren und damit die Innovationskräfte der Unternehmen, die Kreativität der Wissenschaft und die Gestaltungshoffnungen der Gesellschaft mobilisieren. Und der letzte Punkt ist dann, wir müssen aus der deutschen europäischen Nabelschau, die ich manchmal beobachte, heraus. Die COP26, die Klimaverhandlungen jetzt in Glasgow, im nächsten Jahr die G7-Präsidentschaft. Wir brauchen Initiativen, um Länder dabei zu unterstützen, schnell aus der Kohlewirtschaft auszusteigen. All diese internationalen Akzente müssen vorangebracht werden. Und mein letzter Satz wäre, ich beobachte im Augenblick so eine Art Klimaambitionsparadoxon, das darin besteht, dass wir uns national und europäisch gut aufstellen und jetzt anstrengen, voranzugehen, aber diese internationalen Dimensionen dabei vernachlässigen. Mein Plädoyer also Akzent auf diesen Punkt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Und Frau Grimm, bitte. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich unser Projekt hier mit vorstellen kann, das auf einer sehr breit aufgestellten Gruppe von Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und politiknahen Institutionen basiert. Ja, Klimaneutralität 2050 in der EU beziehungsweise schon 2045 in Deutschland. Das bedeutet sehr tiefgreifende Veränderungen und zwar der Wirtschaft und auch unseres Zusammenlebens. Die Art, wie wir mobil sind, wie wir uns treffen, real oder virtuell, wie wir konsumieren, wie wir zahlen und auch wofür wir zahlen, das wird sich alles fundamental verändern. Und auch wenn die Umsetzung noch nicht ganz ausbuchstabiert ist, so besteht doch heute wenig Zweifel daran, dass Geschäftsmodelle auf der Basis von fossilen Technologien keine Zukunft mehr haben. In Europa nicht und auch weltweit nicht, denn China, Südkorea, Japan und auch die USA streben die Klimaneutralität Mitte des Jahrhunderts an. Und vor dem Hintergrund ist es eben wichtig zu verstehen, dass die Debatte nicht ob Klimaneutralität ist, sondern dass sie verlagert werden muss auf das Wie. Und für das Wie ist eigentlich dieser Schulterschluss von einer Vielzahl von Akteuren notwendig, der ja auch in unserem Projekt hier gelungen ist. Viele verschiedene Perspektiven, die mit ganz
unterschiedlichen Blickwinkeln, aber auch mit ganz unterschiedlichen Anliegen auf die Frage gucken, wie können wir Klimaneutralität erreichen. Und der gemeinsame Blick ist das Anliegen dieses Projektes. Es ist fantastisch, dass es immer besser gelingt, die Diskussion auf die Gelingensbedingungen zu lenken und dass es bezüglich der zentralen Handlungsempfehlungen, das ist ja gerade schon angeklungen, auch einen immer breiteren Konsens gibt. Es ist wichtig, den Konsens zu erzielen über zentrale Elemente der Umsetzung und darüber, wie es überhaupt gelingen kann, einerseits den Strukturwandel zu meistern, aber auch eben den Wohlstand unserer Gesellschaft zu stärken, aufrechtzuerhalten und die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft zu stärken. Und dieser Schulterschluss, der ist hier geschehen. Wir haben jetzt gestern gesehen, dass die Beiräte, 15 Beiräte der Bundesregierung, auch einen gemeinsamen offenen Brief an die potenziellen Koalitionspartner veröffentlicht haben. Und da ist eben gerade dieser Schulterschluss gelungen, der eben gerade angesprochen wurde. WGBU und Sachverständigenrat sind beide dabei. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Entwicklung. Und was auch positiv ist, die Empfehlungen, die Kernempfehlungen, die liegen sehr stark übereinander. Da gibt es auch für die Kernempfehlungen wenig Divergenz, natürlich in den Details differieren dann einzelne Forderungen. Es ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass wenn viele Menschen Angst vor der Zukunft und vor Veränderungen haben, wenn viele keine Perspektive sehen, dann wird nichts gelingen. Für eine erfolgreiche Transformation ist es daher wichtig, dass wir Perspektiven aufzeigen und verstehbar machen. Und das geschieht in unserem Projekt quasi aus dem Maschinenraum der verschiedenen Transformationsbereiche. Und das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Beitrag dieses Projekts. In Innovationen und technologischer Fortschritt in allen Wirtschaftsbereichen, aber auch in der Verwaltung, im öffentlichen Raum, insbesondere bei Cleantech, also Technologien, die klimaneutrales Wirtschaften erlauben, und bei der Digitalisierung spielen eine ganz wichtige Rolle. Für die Wirtschaft bieten sich neue Wertschöpfungspotenziale, die zu erschließen sind und die auch neue Jobs schaffen. Und so hat die Industrie herausragende Expertise in vielen Transformationsbereichen. Es wurden schon einige angesprochen. Stahlindustrie, da ist nicht nur die Herausforderung zu sehen, sondern auch die Chance, diese Technologien zu entwickeln, diese Anlagen auf industriellem Niveau zu bauen, zunächst in Deutschland, aber auch potenziell weltweit, aber auch in anderen Bereichen, Elektrolyseure, Brennstoffzellen, Batterien, Fahrzeuge, Logistiklösungen, Sensoren, all das wird gebraucht und überall da haben wir in der deutschen Industrie auch große Wertschöpfungspotenziale, die wir natürlich nutzen müssen. Aber dafür stehen in allen Bereichen umfangreiche Investitionen an und damit die Investitionen getätigt werden und diese Wertschöpfungspotenziale auch gehoben werden, braucht es nun Weichenstellungen durch die Politik. Es braucht im Wesentlichen eine Abkehr von dem Klein-Klein und ein schlüssiges Gesamtkonzept in der Energie- und Klimapolitik. Und ich greife jetzt einige ergänzende Maßnahmen heraus. Einiges wurde ja gerade schon genannt. Ich möchte das jetzt nicht wiederholen. Unter anderem ist es wichtig, dass wir den sektorenübergreifenden und möglichst dann europaweiten Emissionshandel weiter stärken, weiter voranbringen auf der Basis des deutschen Emissionshandels, der ja jetzt schon verankert ist, auch in den Bereichen Wärme und Mobilität, dass er zum Leitinstrument der Energie- und Klimapolitik in Europa wird. Wir brauchen eine Reform des Steuerabgaben- und Umlagensystems, die Rahmenbedingungen auf den Klimaschutz ausrichten, insbesondere die Entlastung des Strompreises durch die Abschaffung der EEG-Umlage und die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Minimum. Das ist eine Maßnahme, die auch unmittelbar helfen kann, um jetzt Härten abzufedern, weil wir sehen ja, die Energiepreise steigen. Und da wäre natürlich eine entsprechende Anpassung bei den Strompreisen eine ideale Maßnahme, die einerseits aus einer Klimaschutzperspektive angeraten ist, aber andererseits auch jetzt unmittelbar natürlich dazu beitragen kann, Härten abzufedern im Rahmen der aktuellen Energiepreisentwicklungen. Ganz wichtig, Ausbau von Infrastrukturen für den Energietransport und für die klimaneutrale Mobilität. Wir sind da noch zu langsam. Die Planungen, die vorgelegt wurden, auch für die Wasserstoffinfrastruktur, für die Wasserstoff-Backbones, die schließen den deutschen Süden zu spät an. Wir müssen schneller werden beim Ausbau der Infrastrukturen für die Mobilität und natürlich auch beim Netzausbau Strom.
Das ist ja schon seit langer Zeit auf der Tagesordnung, dass wir da eine Beschleunigung erreichen müssen. Und das bedeutet auch, dass wir Planungs- und Umsetzungsverfahren, Genehmigungsverfahren deutlich beschleunigen müssen. Es ist ein ganz dickes Brett, das die nächste Bundesregierung zu bohren hat. Denn das wusste man auch schon 2006. Das war zu Beginn der Regierungszeit von Angela Merkel schon auf der Agenda. Das heißt eigentlich, es braucht extrem viel politisches Kapital, um dieses Brett zu bohren. Was sind weitere Anliegen, die wir hier formuliert haben? Eine deutliche Beschleunigung der energetischen Sanierung des Gebäudebestands. Wir müssen die rechtlichen Grundlagen auch für Carbon Capture and Storage und Carbon Capture and Usage schaffen und auch diese Debatte führen, dass das wichtige Elemente auf dem Weg zur Klimaneutralität sind. Die digitalen Netze auch in den ländlichen Gebieten ausbauen. Ganz wichtig, Fachkräfte für diese neuen Technologiefelder frühzeitig ausbilden und da auch vorausschauend agieren, sodass wir am Ende nicht in einen Fachkräftemangel in den entscheidenden Technologiefeldern laufen. Und auch Herr Messner hat das schon angesprochen, ein stärkerer Fokus auf die globale Kooperation, denn das Klima retten wir nicht in Deutschland. Das Klima retten wir auch nicht in Europa, sondern das Klima retten wir im Endeffekt nur, wenn wir uns mit den großen Emittenten und auch unseren großen Handelspartnern zusammenschließen, allen voran die USA und China. Ein letzter Punkt vielleicht noch, und dann bin ich auch am Ende. Wir importieren heute 70% unserer Primärenergie in Form von Kohle, Gas und Öl. Und die Transformation in Richtung erneuerbarer Energien birgt da auch riesige Chancen. Wir sehen das gerade im Rahmen der Energiepreiskrise. Die Abhängigkeit von Gas, die werden wir natürlich nicht komplett reduzieren. Aber wir können diversifizieren, wenn wir einen längeren Horizont anschauen. Dann eröffnet die Chance, klimaneutrale Energieträger aus aller Welt zu importieren, also grünen Wasserstoff aus Chile, Australien, Namibia, Marokko, wo auch immer die Bundesregierung schon Kooperationen initiiert hat. Das eröffnet natürlich die Chance, unsere Energieabhängigkeiten auch zu diversifizieren. Das eröffnet auch die Chance, diese Wertschöpfungsketten mit aufzubauen, auch mit deutscher Technologie mit aufzubauen. Und insofern ist das eine ganz wichtige Stoßrichtung, eben auch diese Energieabhängigkeiten neu zu gestalten. Aber ganz wichtig, auch unsere bestehenden Energieabhängigkeiten zu transformieren. Wir dürfen nicht vergessen, die Beziehungen mit den aktuellen Exporteuren von Gas, Öl auch unter die Lupe zu nehmen und zu sehen, wie können wir mit denen zusammen in eine klimaneutrale Welt uns bewegen. Diese Veränderung, die ist systemisch. Wie schnell wir vorankommen, das hängt ganz entscheidend von den politischen Weichenstellungen der nächsten Bundesregierung ab. Welche Chancen sich eröffnen, der Wille und die Ideen sind da. Das sieht man auch in unserem Projekt. Und in Europa, in der Welt und vor allen Dingen jetzt hier in Deutschland mit der neuen Regierungsbildung braucht es den Mut, diesen Weg zu gehen und sich eben auch auf die Veränderung einzulassen und auch alle Menschen und die Wirtschaft mitzunehmen. Vielen Dank. Dankeschön. So, dann gibt es Fragen. Wir beginnen bei Ihnen, bitte. Ja, die Frage liegt ja fast nah. Was sagen Sie denn, welche Konstellation, es wird ja im Moment sondiert, welche Konstellation käme Ihnen denn sozusagen entgegen oder wo glauben Sie, welche Konstellation könnte das sozusagen am besten transformieren? Ich denke, dass die Ambitionen im Klimaschutz der Grünen gut kombinierbar sind mit den Konzepten, die die FDP vorgeschlagen hat, vor allen Dingen den marktbasierten Konzepten für den Klimaschutz. Das ist sicherlich auch eine Aufbruchssituation. So eine Dreierkonstellation, ich glaube auch, habe ich auch schon betont, dass das politische Kapital, das man einsetzen muss, um die wirkliche Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren auch zu erreichen, das ist groß. Und da kann natürlich jede von drei Parteien dann bei ihrer Klientel jeweils ihr politisches Kapital nutzen. Insofern halte ich so eine Dreierkonstellation für sehr gut geeignet. Und da mal ein Wechsel in der Regierungskonstellation ist sicherlich auch die Möglichkeit, einen solchen Neuanfang zu machen und zu kommunizieren. Ich würde gerne einen Aspekt hinzufügen, wenn Sie mir das... Ja, Herr Messner, bitte. Also ich halte es für sehr wichtig, das ist ja im Grunde genommen der Kern unserer Präsentation hier heute auch, dass das Klimathema und das Umweltthema herauskommen aus irgendeiner der Bubbles und in diesem Fall jetzt aus der grünen Bubble. Und wenn wir eben alle drei argumentiert haben, wir sehen hier einen neuen Grundkonsens, ich hatte Staatsräson gesagt, einen neuen Kernkompass für die Gesellschaft sehen,
dann heißt das, dass es hier um ein Projekt geht, an dem alle Parteien sich prinzipiell beteiligen können müssen und beteiligen sollten und das ja auch im Wesentlichen tun. Und das ist für mich ein riesiger Fortschritt, weil wir haben ja jahrzehntelang eine Diskussion über die eigentliche Bedeutung dieses Themas gehabt. Und was wir jetzt sehen ist, meine Analogie wäre eine Tendenz wie in den 60er Jahren, als Wohlfahrtsstaat und soziale Marktwirtschaft geboren wurden sozusagen, der Sozialstaat entwickelt wurde. Dann gab es anschließend von diesem Sozialstaat eine konservative, eine sozialdemokratische, eine liberale Lesart. Und es täte dem Klimathema gut, wenn wir das jetzt auch hätten. Wenn es da unterschiedliche Lesarten gäbe, in dem Sinne, dass man um die richtigen Lösungen ringt, aber in Bezug auf das Ziel, die Geschwindigkeit und die Richtung des Wandels Übereinstimmung existiert. Und das drückt unser Buch aus. Ja. Oder fragen Sie nach, dann nehme ich vielleicht. Ich hatte noch einen Zusatz. Dann machen Sie den Zusatz ruhig. Ja, die Frage wäre, wenn Sie von einer grünen Bubble sprechen, meinen Sie dann auch, dass man diese grüne Bubble mit Wirtschaftskompetenz füllen muss? Also ich leite ja selber eine Institution, die sich mit umwelt- und klimapolitischen Fragen beschäftigt. Aus meiner Forschungsperspektive habe ich in dem Bereich jahrzehntelang gearbeitet. Und das Thema, das sich jetzt ja stellt, ist, das ist ja auch der Ausgangspunkt für das Buch, wir brauchen nicht nur eine Reparatur von Umweltschäden, sondern wir brauchen eine Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung von Nachhaltigkeit. Also in meiner Sprache des Nachhaltigkeitsforschers, wir müssen akzeptieren, dass es Grenzen dieses Planeten und der Ökosysteme gibt. Und innerhalb dieser Grenzen müssen wir Wirtschaft und Gesellschaft organisieren. Und wir brauchen jetzt Transformationsprozesse, damit das gelingt. Deswegen muss Nachhaltigkeitsforschung muss eine wirtschaftspolitische Kompetenz mitbringen, weil wir eine Vorstellung davon haben müssen, darum kümmern wir uns ja auch in diesem Buch, wie die Pfade zur Veränderung ausschauen in der Wirtschaft. Und dafür braucht man Wirtschaftspolitik, aber wir haben eben auch gesagt, Sozialpolitik, die soziale Dimension des Wandels. Also Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung und Politik, die sich nur auf die Reparatur konzentrierte und auf die Umweltdimension in jeweiligen Sektoren, aber die Transformation zur Nachhaltigkeit vernachlässigte, die hätte ihren Job verfehlt. Aber um nochmal direkt auf das, was Sie gesagt haben, mit der grünen Bubble einzugehen. Mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit hat sich in den letzten 2-3 Jahren bei der Wirtschaft und wir beraten Unternehmen die Erkenntnis durchgesetzt, dass man da nicht umhinkommt. Das ist mal der erste Schritt. Und das ist aber das offensive Umgang mit Klimawandel Riesenentwicklungs- und Wachstumschancen bedeutet, insbesondere für Deutschland mit produzierenden Industrien. Und von der politischen Logik, jetzt unabhängig, wie das ausgehen möchte, und ich sehe, dass das Wählervotum klar in die richtige Richtung und in eine Richtung geht, die im Moment auch da verhandelt. Aber jeder, der das, was wir gesagt haben, Deutschland braucht radikale Veränderung, der das nicht beherzigt und der meint, man kann irgendwie so weitermachen und mit parteipolitischen Graben kämpfen oder sonst, der wird gigantisch scheitern. Ich glaube auch, dass das nicht eine Legislaturperiode halten kann, wenn man da nicht ein ganz konsequentes Reformangebot macht und so spielt, wir machen jetzt mal 100 Tage und dann in der Mitte der Legislaturperiode spielt man auf Halten. Wenn das kommen wird, wird die neue Bundesregierung keine Akzeptanz haben und es ist welch, wir kamen aus einer Phase langes Wirtschaftswachstum, Rückenwind auch ökonomisch, da hat man sich auch nett eingerichtet. Wir haben jetzt die einmalige Chance, wirklich die Weichen zu stellen. Ich habe das vor, glaube ich, den spannendsten Innovationsprozess, der überhaupt ansteht, wo alle Disziplinen gefordert sind. Und jetzt gucken wir mal, und wenn bei den Koalitionsverhandlungen da nichts Vernünftiges bei rauskommt, glaube ich, wird die Kritik auch aus der Bevölkerung massiv anwachsen. Und es ist, so spüre ich es zumindest in Deutschland, eine gut moderierte radikale Veränderung ist die Zeit reif. Und das ist ja nicht immer bei uns so gewesen. Aber einfach, weil die Chancen groß sind und was der Herr Messner und die Frau Grimm gesagt haben, man den Leuten auch gut erklären kann, dass das durchaus auch sozialverträglich gestaltbar ist. Ich würde gerne noch Ihre Frage nach der Wirtschaftskompetenz aufgreifen. Ich glaube, die Wirtschaftskompetenz ist da in der grünen Bubble. Ich glaube, was aufgebaut werden muss, ist Vertrauen, dass man einen Weg, der eben auch marktbasierte Lösungen beinhaltet, auch gehen kann. Weil aus der Vergangenheit heraus ist oftmals das Vertrauen in verschiedene Mechanismen zur Umsetzung nicht da. Und ich glaube, da ist gerade dieser Dialog sehr wichtig, den wir jetzt auch hier initiiert haben, den wir auch in vielen anderen Gremien führen, in vielen anderen Konstellationen, dass das Vertrauen auch da ist, welche Mechanismen für die Umsetzung dann wirklich geeignet sind. Falk Steiner. Ja, schönen guten Morgen auch. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann haben Sie ja durchaus auch eine recht konkrete Vorstellung, wie das institutionell aufgehangen werden sollte. Sie sprachen eben davon, dass das möglichst am Kanzleramt aufgehangen werden soll.
ist natürlich eine der großen Fragen. Wie kann so etwas in einer Bundesregierung, einer künftigen, so abgebildet werden, dass es tatsächlich schlagkräftig ist, sodass auch tatsächlich alle möglicherweise drei Koalitionäre dort entsprechend mitziehen auf der anderen Seite, aber auch die nötige Durchschlagskraft erzielt werden kann? Wie sieht das Ihren Vorstellungen nach am allerbesten aus? Wie weit sind Sie da mit Ihren Überlegungen? Ja. Also was ich zum Ausdruck bringen wollte ist, es wird uns nicht gelingen, dieses Programm, das wir hier vorgelegt haben, von der Richtung her umzusetzen, wenn man nur in ein oder zwei Sektoren, nehmen wir mal den Verkehr und sogar noch den wesentlichen, wichtigen Teil der Energie hinzu, wenn wir in diesen beiden Sektoren anfangen und sagen, den Rest, den schauen wir uns dann mal später an. Also die Industrie gucken wir uns ab 2030 an und die Städte, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit, das wird nicht gelingen. Sondern was wir in diesem Buch ja zeigen, wenn wir das 2045er Ziel, Klimaneutralität in Deutschland und Europa in 2050 schaffen wollen, wenn wir die 2030er Ziele schaffen wollen, dann müssen wir in all den relevanten Sektoren, die eben benannt worden sind, müssen wir gleichzeitig Dinge anschieben und vorangehen. Und wenn dem so ist, dann ist die Kernmessage, deswegen habe ich gesagt, die Führungskraft des Kanzleramtes ist wichtig, das muss Chefsache sein. Der nächste Kanzler dieser Republik, der muss sich dieses Themenfeld zu eigen machen. Eine starke Führung im Kanzleramt in Richtung dieses Programms arbeitet. Und dann braucht man das Zusammenspiel der Ressorts, damit man erfolgreich sein kann. Deswegen haben wir auch in die öffentlichen Institutionen hineingeschaut, weil wir reden ja oft darüber. Einer der Mitherausgeber, Dirk Meyer, ist ja im WMU tätig, im Umweltministerium. Wir reden sehr viel über die Transformation der Ökonomie, mit vielen guten Gründen natürlich. Aber wir müssen auch wissen, dass die öffentlichen Institutionen sich auf diese Veränderung entsprechend einstellen müssen. Und diesen Akzent, den wollte ich eben setzen und den haben wir in diesem Buch auch gemacht. Vielleicht ergänzend kann man auch noch betonen, dass wir ja auch verschiedene Maßnahmen vorschlagen, die stärker darauf abzielen, der Wirtschaft gute Rahmenbedingungen zu setzen, um zu innovieren, um Geschäftsmodelle voranzubringen, die auf klimaneutralen Technologien beruhen, Fokus auf den Emissionshandel als Leitinstrument, Reform der Abgaben und Umlagen und Ausrichtung auf den Klimaschutz. Das sind ja alles Maßnahmen, die schon mal den Boden bereiten dafür, dass eben dezentral in der Wirtschaft ganz viel für selber passieren kann. Und dann muss man eben schauen, wie orchestriert man den Rest. Aber das sind dann eben die Kernbereiche, wo wir aus bestimmten Gründen Handlungsbedarf sehen darüber hinaus. Und das ist eben dann auch sowas wie Beschleunigung von Infrastrukturausbau. Das ist auch sowas wie Planungsbeschleunigung, was dann eben schon wichtig ist, auch zu koordinieren, damit man die Fäden dann auch zusammenhalten kann. Insofern würde ich sagen, so eine dezentrale Ausrichtung über die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen zusammen mit einer Kernkompetenz im Kanzleramt, das ist schon der richtige Weg. Wenn ich darf dazu noch als Nachfrage, weil Sie das gerade so betont haben, auch den Infrastrukturausbau und die Planungsbeschleunigung. Das ist ja nicht Sache allein der Bundesregierung, sondern es ist ja wesentlich an der Stelle auch, dass die Bundesländer entsprechend mitspielen und mitspielen wollen. Haben Sie da ein Rezept für? Denn das ist, glaube ich, der gordische Knoten, nach dem sehr viele Menschen suchen. Also wenn ich das mal nehme, ich glaube, Politik funktioniert nicht linear mit Fortschritt, sondern in Phasen, wo es bestimmte Modernisierungsdimensionen gibt. Und ich glaube, wenn ich mal auch die politischen Couleurs angucke, wie dann der Bundesrat zusammengesetzt ist und sonst was, da gibt es dann so viele Landesregierungen, die da mitspielen können. Und wenn sie sich alle auf die Hinterbeine stellen, dann auch eine einmalige Chance, da was zu machen. Das ist für manche auch nicht einfach. Man hat diese ganzen Verbandsbeteiligungsinstrumente irgendwie systematisch politisch aufgebaut, die jetzt alle beizubehalten mit langen Verfahrensdauern wird, wenn ich Energiewende hinkriegen möchte, nicht so einfach sein, das irgendwie zu schaffen. Also insofern, da ist schon radikaler Durchbruch angesagt. Aber ich sehe da, und das ist wirklich die Frage, gehen wir auf radikale Veränderungen auf den Weichen, dann hat der Bundesrat da normalerweise auch mitgezogen. Und da sehe ich eine gute Chance. Nochmal zu Ihren Ressortsachen. Was ich gut finde, ist, dass zum ersten Mal bei Koalitionsgesprächen seit langem man mal den Eindruck hat, über Inhalte zu reden und nicht alle rausgedratscht werden, sondern dass dann Ressortverteilung irgendwie am Ende kommt. Und ich meine, ich habe jetzt als Berater im öffentlichen Sektor angefangen, der Ressortzuschnitt ist immer nur so gut wie das, was ich an Programmatik verankert habe. Dass ein starkes Kanzleramt das zum Schlüsselthema machen muss, nach innen und nach außen in Deutschland, ist völlig klar. Und dann wird das alle
in alle Ressorts reingehen. Justiz wird eine Schlüsselrolle spielen bei der Verfahrensbeschleunigung. Finanzen muss man einen Weg finden, wie man diese möglichst von Unternehmen selbst getragenen Sachen dann aber auch in den öffentlichen Haushalten so absichert, vielleicht mit Mischformen zwischen öffentlichem und dem privaten Kapital, wo man da wirklich Hebel drauf kriegt und dann können Sie die ganzen Ressorts, also zu glauben, es gibt jetzt die ein, zwei super Ressorts, die Klimafrage da irgendwie lösen können, wird so nicht funktionieren, sondern das muss wirklich als Leitmotiv über alle Ressorts fundamental durchgezogen werden. Und da kann man auch nicht ein österreichisches Prinzip machen, dass dann in ein, zwei Ressorts man dann für das Thema verantwortlich ist und die anderen sich nicht drum kümmern. Wenn man das ernst nehmen, muss das viel breiter getragen sein. Okay, dann hatten wir noch eine Frage von Ihnen, bitte. Sven Bargel, Forum, das Wochenmagazin. Professor Grimm, Sie haben ja gerade schon gesagt, das Thema ist ja seit 2006 bekannt. Wir hatten jetzt 16 Jahre eine Bundesregierung, wir hatten mal eine Klimakanzlerin. Sie haben es gerade schon erwähnt. Ich mache mir ein bisschen Gedanken, Ihr Klimaatlas kommt genau zum richtigen Zeitpunkt raus, nach der Bundestagswahl. Aber die Lobbys, die sind ja weiterhin geblieben. Also ich habe das die Angst, dass das wieder von den Lobbys so ein bisschen verhindert wird. Wie wollen Sie das knacken? Die da alle in für Öl und für Kohle und so weiter. Ja, ich glaube, man, genau. Ich glaub, das kann man, da muss man auch eine neue Perspektive einnehmen, weil mit den Klimazielen 2050 klimaneutral, 2045 klimaneutral und auch durch die Tatsache, dass viele Länder weltweit sich diese Ziele ja auch gesetzt haben, hat sich eigentlich der Zielkorridor von vielen Akteuren massiv verändert. Und man muss heute eigentlich sagen, dass wir all diese Unternehmen, die Sie jetzt bezeichnet haben als die Lobbys, die früher vielleicht auch den Klimaschutz etwas eingebremst haben, all diese Unternehmen brauchen wir eigentlich, weil das sind nämlich die Unternehmen, die die Technologie Expertise haben, um zum Beispiel in der Logistik von Wasserstoff, in der Herstellung von grünem Wasserstoff aktiv zu sein und all diese technologischen Innovationen auf den Weg bringen können, die wir eigentlich dringend brauchen, um einerseits Klimaneutralität zu erhalten, auf der anderen Seite auch unseren Wohlstand und Arbeitsplätze zu erhalten. Und dieses Umdenken, das setzt ganz klar ein. Wir müssen uns jetzt schon sehr klar ehrlich machen und dann eben vom Rahmen, von den Rahmenbedingungen auch Mechanismen etablieren, die tatsächlich auch dann die Anreize in Richtung Klimaneutralität lenken. Das ist, glaube ich, wichtig, weil Unternehmen können, wenn die Anreize an den Märkten nicht gegeben sind, auch ganz schwer ihren Aktionären wiederum klar machen. Wir schützen jetzt das Klima, aber eigentlich würden wir anders mehr Geld verdienen. Insofern ist es auch wichtig, CO2 teuer zu machen, erneuerbaren Strom billig, die Infrastrukturen auszubauen, das auch absehbar ist. Wir können auch diese ganzen Technologien einsetzen. Das ist wichtig. Das ist auch ein To-Do für die Politik. Aber ich glaube, dann ist klar, dass eigentlich alle in die gleiche Richtung abzielen und diese alte Konstellation dadurch eigentlich aufgebrochen ist. Wenn ich da noch mal kurz, wenn ich kurz darauf noch mal, ich glaube, da hat sich wirklich fundamental was verändert. Wenn Sie sich angucken, Energiebranche, auch eine geraume Zeit Automobilbranche, war man auf einem Verteidigen von bestehenden Technologien aus durchaus nachvollziehbaren ökonomischen Motiven. Aber der Punkt, dass man jetzt auf dieses Thema offensiv spielen muss und dass es ein Wettbewerbsvorteil ist, sich da reinzuhängen, der hat sich verändert. Deshalb, wenn Sie den Herausgeberkreis sich bei uns auch angucken, das ist ja nicht so, dass da das verbandsfrei wäre von dem persönlichen Hintergrund von Leuten, die da beteiligt sind, wenn ich BDI und VDA nehme. Und da ist wirklich auch die Notwendigkeit da von Wirtschafts-, auch von der Verbandsebene zu sagen, ich muss jetzt mit der Politik darüber reden, eine verlässliche Planungsgrundlage für die kommenden Jahre hinzubekommen, um überhaupt investieren zu können. Was wir nicht brauchen können, ist wie bei Atomenergie, rein, raus, rein und dann wieder zurück. Das macht die Prozesse irgendwie alle kaputt und das wird auch an die Dialogfähigkeit zwischen Politik und Wirtschaft und auch was Politik an Verbindlichkeit auch über Parteigrenzen und Legislaturperioden hinaus geben muss, eine fundamentale Herausforderung, das hinzukriegen. Weil das geht dann nicht einfach mal so und mal so, wenn ich eine Investition mit 20, 30 Jahren machen muss. Deshalb glaube ich, da wird es immer noch Lobby-Tendenzen geben, auch um Dinge zu verhindern. Das ist irgendwie klar. Aber von der Grundlinie sehe ich da schon eine Veränderung in eine Dialogbereitschaft, die anders gestaltet ist. Ich würde das gerne noch kurz ergänzen und verstärken, das, was schon gesagt worden ist. Was ich beobachte, wenn ich auf die letzten 15 Jahre schaue, ist, die Emissionen steigen immer weiter. Also die erste Frage, wenn man die Frage stellt, waren wir erfolgreich in der Klimapolitik global? Ne? Waren wir nicht. Die erste Antwort ist, die Emissionen steigen und steigen. Das ist der erste Blick. Ne? Der zweite Blick ist, unter der
oder im Windschatten dieser weiter steigenden Emissionen sind zugleich in vielen Sektoren Technologien entwickelt worden und entstanden, die uns jetzt helfen, die Probleme lösen zu können. Denken Sie an den Energiesektor, denken Sie an das, was in der Stahlindustrie jetzt passiert, denken Sie an den Automobilsektor. Also da sind im Windschatten einer weiter steigenden Kurve der Emissionen die Technologien entstanden, die wir brauchen. Und vielleicht ist die wichtigste Veränderung in unserem Land, aber auch weltweit, dass diese neuen Grundkonsense entstehen, von denen Frau Grimm und Herr Scheibel gesprochen haben. Dass sich die Perspektiven da verändert haben. Dass die Richtung der wirtschaftlichen Entwicklung einen neuen Konsens herausmeandert hat. Und dass das Angebot auch dieses Buches ist, das zu unterstreichen. Jetzt will ich mal einen ganz starken Satz machen. Also Immanuel Kant, den ja alle hier im Raum kennen, der hat gesagt, die Veränderung der Denkungsart der Menschen, das war der Kern der Aufklärung. Die Veränderung der Denkungsart der Menschen, die Richtung im Kopf wechseln sozusagen. Und was dieses Buch ja sagt, ist, wir haben einen jetzt so starken Konsens, im Grunde WBGU, Sachverständigenrat, BDI, VDA, Fridays for Future und das Verfassungsgericht. Wir alle sagen, Klimaneutralität 2045, Klimaziele bis 2030 mit enormer Ambition versehen, wirklich umsetzen. Wir fordern da rasche Schritte. Das ist diese Veränderung in den tiefen Strukturen unserer Gesellschaft, die in den letzten 15 Jahren stattgefunden hat. Gut, eine Frage von Ihnen. Achso, dann Sie waren dran, dann sind Sie nochmal dran, bitte. Nader Mohammed, Berliner Kriminalitätszeitung. Also Deutschland gehört leider Gottes nicht zu den Top 10 Ländern der Welt im Bereich der Digitalisierung, Telekommunikation, schnelles Internet. Also die Situation ist prekär. Also ich bin mit dem Zug unterwegs, immer in Brandenburg und ich habe nie Empfang. Und nicht nur ich frage immer die Fahrgäste, haben Sie, also als ob ich eine Umfrage dort mache. Ja? Wie viel Verlust muss die deutsche Wirtschaft in Kauf nehmen aufgrund dieser prekären Situation? Zweitens, wenn jetzt Deutschland hat nicht so gute Telekommunikation und so, wie wettbewerbsfähig ist das Land mit anderen? Also die Welt wartet nicht auf Deutschland. Alle Länder wachsen und es gibt Schwellenländer. Sogar der Herr Olaf Scholz hat gesagt, die Welt wartet nicht auf uns. Kommt Indien und Russland und Brasilien und weiß nicht wer. Ist diese Sache bei Ihnen thematisiert oder sehen Sie die Sache wie ich auch? Es gibt dann keine gute Telekommunikation in Deutschland? Danke. Ich kann mal kurz darauf reagieren und dann können die Kollegen das ergänzen. Also ich teile Ihre Sorge, dass wir im Digitalisierungsbereich noch nicht gut genug sind und dann nacharbeiten müssen. Wenn ich über Machine Learning oder künstliche Intelligenz nachdenke, da sind da die USA und China Frontrunner. Mhm. Wir müssen aufholen und unser Wettbewerbsvorteil könnte dann darin liegen, dass wir das, was da jetzt im Technologiebereich entsteht und entwickelt wird, wo wir aufholen müssen, dass wir das systematisch ausrichten auf die Probleme dieses Jahrhunderts. Und die sind in diesem Buch beschrieben. Klimaneutralität ist ein ganz zentrales Zielsystem. In dieser Verknüpfung haben wir sehr, sehr gute Chancen. Und was wir dann ja zeigen, ist, wenn wir durch die Sektoren gehen, wir gucken uns viele Sektoren in diesem Buch an in Bezug auf Klimaneutralität, da sehen wir, dass die technologische Basis dieses Landes und dann das Wissenschaftssystem darum herum und unsere institutionellen Strukturen, die sind in ihrem Zusammenspiel leistungsfähig. Und da gehören wir auch immer zu den Top-Ländern dieser Welt. Wir müssen diese Neukombination unseres technologischen Wissens, der Innovationsfähigkeit der Unternehmen, das, was das Wissenschaftssystem liefert, ausrichten jetzt auf diese neuen Herausforderungen und konsequent umsetzen. Dann haben wir sehr gute Möglichkeiten. Zusatz, ja. Ja, kann man grob sagen, dass die FDP, Sie haben Kontakt zu allen Parteien und alles Mögliche ausgewertet, kann man sagen, die FDP-Partei ist die Partei der Digitalisierung und der Klimaschutz ist das Thema der Grünen? Das wäre ganz schade, weil das widerspricht genau dem, was ich eben gerade gesagt habe. Ich glaube, dass alle Parteien in diesen Feldern jetzt ihre Kompetenzen ausbauen müssen und ihre Richtungen klären müssen. Diese Aufteilung würde ich weder Herrn Lindner noch den Grünen anempfehlen und auch nicht den Sozialdemokraten. Klimaschutz und Digitalisierung gemeinsam voranbringen und vernetzen, das ist eine Aufgabe für alle drei Parteien in ihren jeweiligen Perspektiven und auch für die nächste Bundesregierung. Jetzt, um das mal aus meiner Sicht zu nehmen, ich habe das vorher schon gesagt, wenn jeder so seinen Ponyhof hat und die einen dürfen ein bisschen Klimapolitik machen und die anderen machen ein bisschen Digitalisierungspolitik, dann kriegen wir das nicht hin. Weil Digitalisierung, um mal das, was Sie zu nehmen mit den Netzen,
Das ist eine Pflichtaufgabe, da haben wir in Deutschland das nicht so gemacht, wie man das machen, wenn man das will und mit dem entsprechenden ökonomischen Einsatz macht, und das haben andere Länder gezeigt, dann kriegt man das relativ schnell hin, dass man die Missstände dort abgestellt kriegt. Da hat auch die öffentliche Hand eine Rolle. Wenn ich dann die anderen Themen nehme, was Digitalisierung angeht, im neuen Geschäftsmodellbereich oder sowas, sind wir ja bei dem, was ich, wenn ich Einhörnerzahlen in Deutschland angucke, wenn ich mir angucke, wie Venture Capital nach Deutschland fließt, tut sich ja da im Moment was. Also man muss jetzt unser Land auch nicht immer schlecht reden. Und aber ich brauche genau diese Kraft und die Energie, um dieses Klimathema überhaupt hinkriegen zu können. Weil was ist denn Klima? Das ist, wie richte ich mein Geschäftsmodell neu aus? Wie nenne ich Effizienzpotenziale, die auch mit Digitalisierung da zusammenhängen? Und diese Brücke zwischen den beiden Themen, die braucht man. Deshalb kann das auch nicht, wie gesagt, die einen sind für das eine und die anderen für das, sondern die muss ich miteinander verweben. Und das ist ja auch an der jetzigen politischen Konstellation, die sich abzeichnet, vielleicht der Charme, dass verschiedene Blickwinkel, marktnahe Instrumente, dieser Digitalisierungsdruck mit diesem Umweltthema so wird, dass es zu einem gemeinsamen Projekt von einer Regierung werden muss. Wenn das nicht klappt, dann kriegen wir das Thema auch nicht bewältigt. Aber ich glaube, das Bewusstsein, dass das klappen muss, ist mittlerweile sehr hoch. Also ich würde da auch denken, das Buch fokussiert ja deswegen genau auf den, auf das Zusammenspiel der beiden Themen. Wir haben massiven Nachholbedarf bei der Digitalisierung und die Corona-Krise hat auch gezeigt, dass Hemmnisse überwunden werden können. Wir haben eigentlich in der Corona-Krise wahrscheinlich einen Schub erlebt, der sonst in 5 Jahren nicht passiert wäre in vielen Dimensionen. Und es ist relativ deutlich geworden, dass Digitalisierung eine ganz große Rolle spielt. Es gab ja auch viele Defizite, die zutage getreten sind. Und dass Daten und die Möglichkeit, Daten zu teilen, auch eine ganz große Rolle spielen werden für zukünftige Geschäftsmodelle, jetzt im Energie- und Klimabereich. Auch im Mobilitätsbereich wird das zentral sein, um die Klimaziele auch zu erreichen. Deswegen muss man da schon auch sehen, dass man am Ball bleibt, die digitale Abdeckung gewährleistet, aber eben auch in der Bildung. Und in der Weiterbildung, man muss die Menschen auch in die Lage versetzen, mit Digitalisierung umzugehen. Das war ja lange auch ein Hemmschuh, dass man gesagt hat, man kann Behörden nicht digitalisieren, weil das können ja gar nicht alle erreicht werden. Ja, also solche Ausreden müssen wir uns abgewöhnen und müssen da sowohl in der Weiterbildung als auch in der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung eben sehr, sehr schnell vorangehen und eigentlich die Hemmnisse oder das Tempo der Corona-Krise da aufrechterhalten. So, 2 Fragen habe ich noch von Ihnen und von Falk Steiner. Bitte. Sie haben ja einvernehmlich davon gesprochen, dass möglicherweise eine neue Kraft im Kanzleramt entsteht. Wie kraftlos ist denn das noch jetzige Kanzleramt gewesen? Naja, ich meine, was man, ohne dass man zu kritisch argumentierte, sicher sagen kann, ist, wir haben in der Bundesregierung, die jetzt bald das Amt übergeben wird oder ihre Ämter übergeben wird und ihre Ressorts übergeben wird. Wir haben diesen Gleichklang von Aktivitäten zwischen den Ressorts in die beiden Richtungen, über die wir heute sprechen, Klimaneutralität und Digitalisierung, den haben wir nicht gesehen. Und das ist das, was jetzt als nächstes ansteht. Also 2017, als die Bundesregierung begann, da war das Klima- und Umweltthema ein umweltpolitisches Thema im Klimaressort. Dafür war Svenja Schulze verantwortlich. Und das Wirtschaftsministerium, das Verkehrsministerium haben sich da nicht besonders bemüßigt gefühlt, wirklich dazu beizutragen, hier voranzugehen. Und das ist der Punkt, an dem wir jetzt stehen. Und da müssen diese Weichenstellungen stattfinden in Bezug auf einen gemeinsamen Korridor, in dem man geht. Und dafür braucht man eben ein Kanzleramt, das diese Signale auch ganz deutlich aussendet. Frau Steiner. Ja, Sie hatten das Thema Fachkräfte etc. ein bisschen mit angeschnitten. Jetzt frage ich Sie dazu. Fachkräfte, die Sie jetzt ausbilden, stehen höchstwahrscheinlich dann in ein paar Jahren zur Verfügung. Das ist natürlich etwas sportlich. Auf der anderen Seite, Fachkräfte überhaupt zu bekommen, auch international, ist überaus schwierig. Erstens, wie soll das gelingen? Und zweitens, daran angeschlossen die Frage, es geht ja nicht nur um Fachkräfte, sondern was wir momentan sehen, ist ja, dass tatsächlich auf dem Bau Leute fehlen, dass tatsächlich für einfachste Tätigkeiten momentan derjenige fehlt, der tatsächlich den Spaten in die Hand nimmt, um das Ganze zu tun. Wie wollen Sie diesem Problem begegnen oder wie wollen Sie, dass man diesem Problem begegnet? Da könnte ich ein paar Gedanken zu äußern. Zum einen sprechen Sie die unmittelbaren Engpässe an, die ja auch zeigen, dass es nicht nur bei den qualifizierten Fachkräften Engpässe gibt, sondern in der ganz breiten Bevölkerung. Also ein ganz wichtiges Langzeitthema ist natürlich Bildung. Jeden und jede bestmöglich ausbilden.
damit die Erwerbsbeteiligung hoch ist, Erwerbsbeteiligung von Frauen ganz klar fördern und auch die Zuwanderung natürlich nochmal auf die Agenda nehmen. Nur die Tatsache, dass man ein Zuwanderungsgesetz hat, heißt ja nicht, dass die Leute kommen. Das heißt, man muss es den Menschen auch attraktiv machen, zu kommen. Und mit Blick auf Ausbildung von Fachkräften für zukünftige Technologiefelder muss man, glaube ich, zwei Dinge in den Blick nehmen. Und zwar zum einen, was gibt es für neue Technologiefelder, für die wir dringend Fachkräfte brauchen. Das muss man mit sehr viel Vorlauf machen, weil natürlich die Studiengänge erstmal etabliert werden müssen und dann die Menschen auch ausgebildet werden müssen oder die Ausbildungsgänge etabliert werden müssen. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir in dieser klimafreundlichen Welt auch viele Tätigkeiten, wo wir heute schon Fachkräfte haben, aber wo die Jobs heute bedroht sind, die werden wir dann wieder brauchen. Vielleicht nicht unmittelbar, vielleicht gibt es Gaps, zum Beispiel wenn man sich anguckt, wie die Wasserstoffwirtschaft hochläuft. Das sind von den Tätigkeiten her sehr ähnliche Tätigkeiten wie die, die wir heute in den fossilen Technologien auch brauchen. Da müssen wir darauf achten, dass wir die nicht sozusagen beiseite schieben und sagen, das brauchen wir nicht mehr, sondern dass wir denen auch klare Perspektiven und klare Übergänge aufzeigen. Also ich glaube, da ist viel zu tun und das muss man sehr systematisch in den Blick nehmen. Eine Bemerkung jetzt, ich meine, wir haben ja als Beratungsunternehmen nur Leute, die wir rekrutieren und sonst ein bisschen Knowledge Management und Systeme. Und ich sage Ihnen, die beiden Themen jetzt, Digitalisierung und dieses ganze Nachhaltigkeits- und Klimathema, ist natürlich super attraktiv am Arbeitsmarkt, wenn man das guckt. Also wir machen mittlerweile bei uns, dass man bei jedem Projekt so ein Climate Impact Assessment noch mitmacht. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für ein Thrill bei den Leuten intern und auch am Arbeitsmarkt macht. Also deshalb glaube ich, das ist ein Ziehthema ohnehin. Man muss dann bei anderen Sektoren gucken, wie man das dann sauber macht. Da, aber auch im Moment, wir sind ja in der Luxussituation, dass im Arbeitsmarkt eine relativ hohe Beschäftigung ist. Und wenn ich mal auch Prozesse jetzt in der Automobilindustrie angucke oder sowas, da werden Ingenieure, die vorher im Verbrennungsmotor waren, systematisch alle in Richtung Wasserstoff und sowas umgeleitet. Also da tut sich schon viel. Und muss jetzt auch nochmal klar zu sagen, es ist ein Riesenasset, dass wir mit unserem hohen industriellen Bereich, den wir noch in Deutschland haben, für diese ganze, wo es ja auch um Produktionsveränderungssachen geht, diese ingenieurgetriebene Struktur haben, um dieses als Entwicklungshaus der Welt oder Europas da zu machen, dahin zu gehen. Und wenn wir das schaffen, dieses Qualifikationsniveau zu halten und umzulenken, ist mir bei dem Thema nicht bange, auch wenn ich die Einschätzung, die so dahinter liegt, teile. Wir werden schon ein bisschen mehr Arbeitskräfte brauchen und müssen unser Verhältnis zur Zuwanderung in Deutschland auch von der gesellschaftlichen Akzeptanz, und wenn wir das kommuniziert, wahrscheinlich auch nochmal angehen. Also das ist im Moment zu wenig, was da reinkommt. Ja? Gut, damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns und bis auf Neues. Morgen sehen wir uns zur Regierungspressekonferenz. Tschüss.